Back in 5 Minutes, das können wir ja. Meine Registrierkasse. Nichts drinne. Oh, da kommt sowieso keine Musik raus. Können wir das Ding auch ausstellen? Nix. Oh, ich gucke nochmal hier drüben. Hier ist auch nix. Riss öffnen. Aber Sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und Sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen lieblos wirkt. Hasse die Clan. Das sag ich Clan. Komische Paar. Und reinhören. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern Morgen. Rupert, Sie sind seit 7 Tagen tot. Anscheinend nicht. So, jetzt haben wir wieder 30 Lockpicks. Mehr gibt's hier nicht. Hui. Gut. Ah, ich hasse dieses Pärchen. Na gut. Geldbörse. Danke. Gut. Na gut. Ich will nicht wissen, wie oft wir dieses Pärchen noch sehen. Ja, ich weiß, wo es lang geht. Dollarbill. Lalala. Er tötete Lady Comstock. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur... Ach. Ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Ja, das sowieso. Ach, wieso lade das immer an ungünstigen Zeiten? Aber das habe ich gleich verstanden, dass sie nicht die echte ist. Also sozusagen die Tochter von den Comstock. Frag mich, was sind das eigentlich für Dinger? Geht. Oh. Herzrasen. Die explodieren ja doch. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Oh, muss ich jetzt schon wieder gegen die... Ja. Noch einmal. Ja, ich hab's da. Gib her. Ach Mist, das war ein bisschen doof. Macht irgendwie Spaß. Tja. Ja, ist wahrscheinlich wieder eine Sequenz. Denn einer ist viel schlimmer als du oder
Der Prophet hat mich getötet. Weil du sein Geheimnis nicht wahren wolltest. Über mich. Wenn das stimmt, warum lebe ich dann? Du lebst nicht. Nicht in dieser Welt. Aber vielleicht bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast. Oder ihn gerettet habe. Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Booker. Danke. Ja. Also da würde ich jetzt nicht im Weg, oder wollte ich nicht im Weg stehen. Gut, tun wir jetzt mal kurz die Leichen hier absuchen. Die haben ja immer schöne Sachen dabei. Besonders die hier. Und jeder... Oh ja. Ja gut, da hat sich die jetzt auch endlich beruhigt und wir können weitermachen. Gut, hat man schon? Super. Hätten wir schon. Da war nichts. Mit hier oben waren jetzt auch, glaube ich, noch ein paar. Gehst du mit dazu? Ne, dich haben wir schon. Es sind zu viele hier. Ah, hier sind noch ein paar. So, Gesundheit haben wir ja voll. Salz aber nicht. Na gut. Dann geht's jetzt endlich in Comstocks Haus rein hier. Mal sehen, was uns hier erwartet. Und... Bereich verlassen. Ja, wieder eine Errungenschaft. Und wer es gesehen hat, ich habe... Okay, gut, das habe ich jetzt vergessen, vorzulesen, egal. Ich habe mir einen Screenshot gemacht, wie jeder gesehen hat. Und... Ja... Fand das irgendwie geil. Gerade die Kulisse und das Bild. Ja gut. Ich müsste auch mal wieder ein Schlückchen trinken. Mein Hals wird wieder leicht trocken. Einen Augenblick. So. Perfektes Timing. Mache ich das jetzt noch eine Runde? Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Ja, ich mache das jetzt hier noch mit. Sobald ich den nächsten Bereich betrete, dann ist Feierabend. Brücke zu Comstocks Haus. Lol. Ich renne mal ein bisschen mit der Schrotti rum. Mit der Schotti. Na gut, kann man nur den hier machen. Hin und her. Autsch. Oh, wieder ein Träumchen. Bringen Sie uns die Kleine. Oh, nee. Die Schuld. Nicht ihr beide. Könnt ihr mich mal in Ruhe lassen? Bringen Sie uns das Mädchen und tilgen Sie die Schuld. Ja, was muss ich jetzt hier machen? Öffne die Tür? Der Vogel nimmt hier alles auseinander. Zurück. Bring mich nach Hause.
Blödes Vogelvieh. Ich muss sie einholen. Ja. Also das hat schon was von Horror gehabt. Gut. Einmal dahin. Jetzt muss ich hier durch. Ich lass nicht zu, dass du sie holst. Hörst du? Du gefiedertes Scheißvieh! Ich lasse nicht zu! Was? Schnee? Es ist Juli. Ja, Schnee? Ja, wir haben uns gerade von der Elisabeth unfreiwillig getrennt. Da war der Riss. Und Ellie nicht in Sicht. Und wir müssen erstmal Comstocks Haus hier betreten. Und ich kriege auch wieder Schluck auf. Komisch, ich habe mich aber nicht erschrocken, wirklich. Obwohl, wo der Vogel hochkam, habe ich mich erschrocken. Was zum Teufel? Was steht da? Eure Lady Elizabeth? Was steht da? Goodspeed? Nee. Thy Judgment? Keine Ahnung. Okay. Sollten wir gerettet werden? Der Herr gab Noah einen Fisch in Form einer Flut. Mir machte er es nicht so leicht. Er sprach: Prophetin, bilde mir eine Nation von Fischern aus. Okay. Hallo? Okay, also ich bin gerade ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt langsam das Gefühl, jetzt bin ich in einem Irrenhaus. Also ein Horrorkabinett. Die haben ja gar keine Augen, muss ich ehrlich sagen. Guck mich an. Der da vorne hatte keine Augen, der hat keine Augen. Den muss ich wahrscheinlich besiegen hier, wa? Ne, das war bloß eine Schneeflocke. Ja. So. So, und nochmal. Und klack. Zehn haben wir.
Jetzt. Der ist weg. Jetzt kommen wir an den nächsten. Den nächsten. Das macht irgendwie Spaß. Um jetzt keine Mordgedanken zu haben, aber es macht gerade Spaß.